Ich möchte alle unsere Zuschauer aufs Herzlichste willkommen heißen. Bevor es aber wirklich losgeht, müssen wir nur noch auf die Formalitäten vor dem Anstoß warten. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Marco Hagemann und neben mir, pure Freude meinerseits, sitzt Hansi Küpper, der mit seinem Fußball-Sachverstand das Spiel heute mit analysieren wird. Hallo Marco, ich freue mich. So sieht sie also aus, die Aufstellung. Alles ist angerichtet. Der Torhüter haut ihn weit raus. Raus auf den Flügel. Jetzt müssen sie sich neu orientieren. Er versucht's. Na bitte, Tor! Das war das erste Tor dieser Partie. Überfallartig dieser Konter. Die gegnerische Abwehr praktisch vom Rasen gefegt. Das sind genau die Situationen, die sie im Spiel immer wieder suchen. Balleroberung. Und dann geht die Post ab in die andere Richtung. Konterfußball vom Allerfeinsten. Sehr viel besser kann man nicht aus den Startlöchern kommen. Der Abschluss. Treffer versenkt. Was für ein Katapultstart. Da schaltet er am schnellsten. Also Kompliment an den Stürmer. Der hat das klasse gemacht, überhaupt keine Frage. Aber über diese Abwehr muss man sich schon wundern. Das ist ja abenteuerlich. So, 2-0 jetzt also. Das ist ein komfortabler Vorsprung. Eigentlich müsste das reichen, um am Ende den Sieg einzufahren. Aber die Betonung liegt auf eigentlich. Einwurf ist die richtige Entscheidung. Oh.
versucht da durchzustecken. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Lang und hoch auf die Flanke. Ins Abseits gelaufen. Ich dachte auch erst kein Abseits, aber der Schiedsrichter hat alles richtig gesehen. Auf den Flügel, auf die Seite gespielt. Oh, aber der war sehr schwer zu verarbeiten. Er versucht einen Lupfer. Der kommt richtig lang. Bei wem der wohl landet? Rüber, nach rechts. Versucht es mit dem langen Schlag. Er ist da, wenn sie ihn brauchen. Ist das ein langer Ball? Er versucht, ihn reinzuspielen, aber das war nicht gut abgestimmt. Und er holt ihn sich zurück. Spielt ihn lang. Schon ein bisschen Verkehr um sich rum. Mehr Platz kannst du dir nicht wünschen. Was macht er daraus? Der Ball fliegt in die Mitte. Jetzt aber. Gut gehalten vom Torhüter. Klasse, ganz stark. Der Dank geht an den Torhüter. Das war's. Halbzeit. Wie würdest du so die ersten 45 Minuten beurteilen? Innerhalb kürzester Zeit hat sich die Fußballwelt gründlich verändert. Ein Doppelschlag und jetzt natürlich alle drücken. Los geht's mit der zweiten Hälfte. Über die Seite. Er könnte zum Tor ziehen. Geht über die Außenbahn. Versucht's mit einer Herein. Da ist die Möglichkeit. Der ist drin. Der perfekte Start in diesen zweiten Durchgang. So eine Einladung möchte ich auch mal gerne bekommen. Also man muss schon sagen, das wird alles einstudiert. Das haben sie im Training mit Sicherheit immer wieder genauso versucht. Er verschafft sich den Freiraum im 16-Meter-Raum, bekommt den Ball und macht das Tor. Damit brauchen sie nur noch eins. Sie wollten die Aufholjagd starten. Sie haben einen ersten wichtigen Schritt getan. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Raus auf die linke Bahn. Spiel läuft über die Außen. Den hat er. Und da ist die Hereingabe.
Bei dem Konter war eine Menge drin, aber sie haben es versemmelt. Sie nutzen den Raum auf dem Flügel. Er zirkelt ihn rein. Ein Kopfball. Das ist interessant. Die stehen weit weg vom Gegenspieler und ich glaube, sie tun das mit Absicht. Er sieht irgendwie körperlos aus. Warum nur? Also direkt am Gegenspieler bedeutet, du willst die Balleroberung, stehst du weiter weg, dann willst du das Spiel kontrollieren und die Passwege zustellen. Ich habe den Eindruck, das ist relativ... Er bringt ihn. Sensationell. Das ist ein klasse Treffer. Damit wieder Augenhöhe in diesem Duell. Das Spiel, es drohte ihnen aus den Händen zu gleiten. Aber sie haben wieder Zugriff bekommen. Also so einfach hat das wirklich selten. Da dürfte er sich selbst gewundert haben. Ups, wieso habe ich denn hier mitten im 16-Meter-Raum alle Freiheit der Welt? Das wird hier so langsam eine ernsthafte Bewerbung um den Titel-Comeback der Saison. Also pari pari. Und jetzt bin ich mal gespannt, wer von den beiden mit diesem Unentschieden nicht einverstanden ist. Toll gelöst. Sucht die Lücke. Es geht über die rechte Seite. Er bringt die Flanke. Mit der Stirn. Boah, Freunde, was für ein wunderbares Tor. War es das für Sie? Das ist schulbuchmäßig. Von der Flanke bis zum Tor. Ganz genau so musst du zum Kopfball gehen. Mit der nötigen Portion Entschlossenheit. Das hat er richtig stark gemacht. Jetzt sind sie vorne. Der Zeitpunkt ist doch jetzt definitiv gekommen, um vorne Überzahl herzustellen, vielleicht noch den Ausgleich zu machen, egal wie groß jetzt in der Defensive das Risiko ist. Genauso läuft man den Gegner heutzutage an. Das wäre hier die Entscheidung, aber solange das nicht gelingt, bleibt es hier spannend. Lang und hoch auf die Flanke. Und die Hereingabe. Der Befreiungsschlag. Und das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Gefahr vorerst gebannt. Er ist schön durchgekommen. Spiel geht weiter mit Einwurf. Hat unglaublich viel Zeit und Platz. Da ist die Flanke. Und er ist zur Stelle. Jetzt oder nie. Die Zeit wird langsam knapp. Das war's. Die Trainer geben sich die Hand. Das Spiel ist beendet. Sicher hätten sie gerne noch das ein oder andere Tor geschossen. Aber am Ende haben sie diesen knappen Vorsprung über die Zeit gerettet. So, das Spiel ist zu Ende, Hansi. Deine Einschätzung?